Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich muss gerade mal telefonieren. Ja, warum funktioniert mein Telefon schon wieder nicht? Also, ah, jetzt. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, Volker hier, hi. Hallo. Du, ich habe mal eine Frage. Hast du vielleicht eine so eine Palettengabel für ein, ach, jetzt will das nicht, für einen Manitou im Angebot mit Manitou? Du hattest doch bei mir vor kurzem oder ein bisschen länger, glaube ich schon her, vor 3-4 Wochen, hattest du doch eine Palettengabel für einen Frontlader gekauft. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja. Ich bräuchte eine Palettengabel für einen Manitou mit einem Spanngurt. Gibt's sowas? Spanngurt? Ja, irgendwie sowas, wo ich das fixieren kann. Also falls es sowas gibt. Oder falls du sowas organisieren kannst. Das wäre klasse. Aktuell gibt's nichts im Angebot. Kannst du mal deine Fühler ausstrecken? Ja. Das wäre klasse. Ruf ich dich dann an, wenn ich weiter Bescheid weiß. Gut, danke. Jo, bitte. Tschö. Tschüss. Okay. Hoffen wir mal, dass der da was rausfindet. So, wir werden uns heute mal wirklich darum bemühen, dass wir die ganzen Paletten wegkriegen. Das heißt, die ganzen Produktionen erstmal leer machen. Und gucken, dass wir da keine Paletten mehr rumstehen haben. Ein bisschen Vorratshaltung sozusagen. Noch 4 Paletten, glaube ich, von den Brettern. Leerpaletten haben wir noch ein paar mehr, weil da ist das Lager auch noch voll, die Produktion. Und ich muss auch noch überlegen, was ich auf meinen Feldern anpflanzen soll. Oder auf meinem Feld. Ich habe ja nur eins.
So. Holen wir die letzten zwei Bretterpaletten, dann können wir uns hauptsächlich um die Leerpaletten kümmern. Bretterpaletten kommen jetzt sowieso keine mehr zusammen, weil die Hackschnitzel da leer sind. Ja, geht rein. Dann füllen wir hier mal auf. Das ist voll. Volker Varuna, hallo? Hallo Volker, Diesel hier. Hi. Na, wie läuft so bei dir? Bin gerade am Paletten verräumen. Oh. Ja, ja. Ich bin gerade ein bisschen Silo-Inhalt am Verkaufen. Oh, ist was gut? Ja, weiß ich gerade gar nicht, ich hab noch gar nicht in das Tablet reingeguckt. Ja, wieso verkaufst du dann, wenn du nicht weißt, ob der Preis gut ist? Weil ich Platz schaffen muss. Warum? Meine Silos laufen aus allen Nähten. So viel Zeug? Ja. Was hast denn alles? Mohn, Roggen, Gras, Heu. Okay. Das will ich alles irgendwie loswerden. Weil ich habe jetzt einen Deal gemacht mit einem Neumann. Ich habe mir jetzt den LKW gekauft, den Varior. Für 107.000. Neu. Das hast du letzte Woche schon erzählt. Ja, aber jetzt ist es halt in trockenen Tüchern. Nächste Woche wird er geliefert. Bist du der Erste, der den sieht? Warum ich? Weil wir doch so gesehen Geschäftspartner sind. Jo, aber wieso sehe ich den dann zuerst? Damit du dich drauf einstellen kannst, wenn falls ich dich mal anrufe bei der Metzgerei mit dem so in Ohnmacht fällt, so, was ist das denn jetzt auf einmal? Also dann muss schon was anderes passieren, bevor ich in Ohnmacht fall. Echt? Ja. Oh. Aber, gut, dass ich dich dran hab. Wie schaut's denn aus mit den Schweinteln? Mit den Schweinteln? Jo, ich könnte, glaube ich, wieder ein paar gebrauchen. Das sind 14 Stück und in 14 Stunden kommt das nächste Tier. Moment, ich schau mal gerade. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Metzger. Drei. Jeweils drei. Moment, ich muss mal gerade rechnen. Drei. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Sind da wirklich
Warte mal. Muss man gerade nochmal nachgucken. Einen Moment bitte. Ja, alles gut. Drei, ja. Der von auch drei. Ja, davon. Zwei. Also, Moment, Taschenrechner. Also, wir hätten 3 mal 4 sind 12 mal 6 gleich 7, 2 plus Klammer 12 mal 5, eigentlich 6000 ist ja nicht klar. Und 13.000. Was kostet ein Schwein? 1500. Aber ich kann ihn ja beim Vieren da direkt abholen. Da ist beim Vieren da, warte, ich bin sowieso jetzt gerade am Vieren da Gras wegbringen. Kann ich direkt mal gucken, wie teuer da ein Schwein ist. Ohne Liefergebühren. Jo. Und je nachdem würde ich 10 nochmal zur Mast zu dir bringen. Ja, weil ich habe jetzt gerade einen LKW vom Neumann in ausgeliehen. Das heißt, ich würde damit dann den Hänger gezogen kriegen. Ja, wie gesagt, 10. Warte mal. Irgendwas fehlt hier. Hey. Ja, 1500. Jo, dann würde ich dir 15.000 überweisen. Ja, dann hole ich 10 Schweine. Zwei Wochen Mast, so wie gehabt. Ja. Und dann. Gehen die in zwei Wochen zum Metzger. Ist okay. Dann würde ich dir gleich mal 15.000 überweisen. Ist klar. Müsste dann die. Ist jetzt angekommen. Gut. Ja, Sofortüberweisung ist immer das Beste. Ja. Alles klar. Okay. Gut. Danke dir. Gerne noch. Tschüss. Ciao, ciao. Okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber manchmal weiß ich nicht genau, was er von mir will. Warte mal, was ist denn, wenn ich da noch eine dritte Palette oben drauf stelle? Geht das? Oh. Jetzt will ich, glaube ich, wieder ein bisschen zu viel. Was ist denn heute wieder los, ey?
Das ist heute wieder ziemlich Granate. Mit den Lags. Aber wenigstens stürzt heute der Server noch nicht ab. So. Gut, liebe Leute, das war's für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.